Herzlich willkommen zum Lecturecast Produkthaftung. Wenn wir über die Produkthaftung sprechen, müssen wir in einem ersten Schritt einmal überlegen, wo wir da eigentlich genau sind im Schadenersatzrecht. Denn es gibt Produkthaftung aus Delikt, eine Haftung des Herstellers etwa für ein Verschulden seiner Organe oder seiner Machthaber, die ein gefährliches Produkt in den Verkehr bringen. Es gibt eine Produkthaftung aus dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Und es gibt die Produkthaftung als verschuldensunabhängige Haftung, als Gefährdungshaftung. Und um die geht es mir jetzt. Diese verschuldensunabhängige Produkthaftung finden wir im Produkthaftungsgesetz geregelt. Das ist die Umsetzung einer vollharmonisierenden europäischen Richtlinie, der Produkthaftungsrichtlinie. Und dort geht es um die Haftung des Herstellers für seine Produkte. Was ein Produkt ist, definiert das Produkthaftungsgesetz auch. In § 4 ist davon die Rede, dass das bewegliche körperliche Sachen sein sollen, aber auch Energie. Beides wirkt auf den ersten Blick gar nicht so besonders schlüssig. Warum nur bewegliche körperliche Sachen? Also warum ist das Auto ein Produkt und der Fernseher, warum aber das Haus nicht? Das lässt sich auch nicht abschließend schlüssig machen. Man muss verstehen, dass im Richtliniensetzungsprozess es um industrielle Massenfertigung gegangen ist. Das heißt, um Massenprodukte und die Gefahren, die sich aus der Massenproduktion ergeben. Und das ist der Grund, warum die Richtlinie und damit auch das PHG sich auf bewegliche körperliche Sachen konzentriert hat. Natürlich können auch unbewegliche körperliche Sachen gefährlich sein, aber sie unterliegen nicht dem Produkthaftungsgesetz. Bei den beweglichen körperlichen Sachen muss man allerdings eins dazu bedenken. Das Gesetz sagt uns ausdrücklich, dass eine bewegliche körperliche Sache ein Produkt ist und ein Produkt bleibt, auch wenn sie in eine unbewegliche Sache eingebaut wird. Wir müssen da also anders denken, als wir es im autonom österreichischen Sachenrecht tun. Wenn ich einen Stahlträger geliefert bekomme und den in ein Haus einbaue, dann verliert der Stahlträger ja seine Sacheigenschaft. Er ist keine eigene Sache mehr, sondern wird sonderrechtsunfähiger Bestandteil. Aber im Produkthaftungsrecht gilt einmal Produkt, immer Produkt. Das heißt, wenn das Haus aufgrund dieses Stahlträgers zusammenbricht, weil der nicht die Last ausgehalten hat, die er aushalten sollte, dann haftet der Produzent des Stahlträgers. Wohlgemerkt nicht der Baumeister des Hauses, denn, wie schon gesagt, das Haus wird kein Produkt mangels Beweglichkeit. Das ist das eine Thema. Und das zweite Thema, und das bereitet immer mehr Schwierigkeiten, ist das Abstellen auf die Körperlichkeit. Denn klar, eine bewegliche körperliche Sache erfasst ganz viele Produkte des Alltags, aber es erfasst auch viele Produkte nicht, nämlich Software. Und die Frage stellt sich immer brennender, ob Software, auch wenn Software natürlich nicht körperlich ist, wenn man es runterlädt, aus der Cloud runterlädt oder im Internet runterlädt, ob auch Software ein Produkt im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sein soll. Dem Wortlaut nach ist das ganz sicherlich nicht der Fall. Ich habe aber schon gesagt, dass bei der Schaffung der Richtlinie es um Massenproduktion und die Risiken aus der Massenproduktion gegangen ist. Und diese Richtlinie stammt aus den 80er Jahren. Das heißt, der Richtliniengeber hat vielleicht gar nicht so sehr an die Risiken aus Software gedacht. Es gibt deshalb heute die Ansicht, die weit verbreitet ist, dass die Produkteigenschaft analog auf Software angewendet wird. Das heißt, dass das Produkthaftungsgesetz analog auf Software angewendet werden soll. Und das unabhängig davon, ob die Software jetzt auf einem Datenträger, der körperlich ist, also der DVD oder das auf dem USB-Stick daherkommt oder im Internet. Das ist eine Ansicht, für die relativ viel spricht, aber das ist noch nicht abschließend geklärt. Und wir dürfen nicht vergessen, abschließend klären könnte das auch nur der Europäische Gerichtshof, denn es geht um Auslegung der Produkthaftungsrichtlinie, ob also die Richtlinie vorgibt, dass Software ein Produkt ist. Was ein Produkt ist, wissen wir also, die bewegliche körperliche Sache. Wir wissen, dass wir bei der Software Schwierigkeiten haben und wir wissen, dass unbewegliche Sachen sicher kein Produkt sind. Wer ist denn jetzt dann der Hersteller? Der Hersteller, der nach § 3 nämlich für seine Produkte haftet. Auf den ersten Blick gibt es da gar nicht einmal so viel Erklärungsbedarf. Hersteller ist wahrscheinlich der, der es hergestellt hat. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann stellen wir fest, dass es verschiedene Hersteller gibt. Den Endhersteller, den Teilhersteller, den Grundstoffhersteller und den Anscheins- oder Als-Ob-Hersteller. Der Endhersteller ist am einfachsten, wenn Sie ein Auto kaufen, dann stecken da drinnen Komponenten von ganz vielen verschiedenen Produzenten. Aber einer schraubt das Auto dann zusammen, nämlich derjenige, der die Automarke ist, also ob das jetzt Porsche ist oder Dacia Logan, bleibt sich gleich. Das sind die jeweiligen Endhersteller. In dem Auto sind Produkte verschiedenster Hersteller verbaut und die sind Teilhersteller. Das heißt, das Endprodukt Auto und das Teilprodukt etwa Rückspiegel oder das Teilprodukt Zylinderkopf.
Auch die Teilhersteller können nach dem Produkthaftungsgesetz haftpflichtig werden. Aber, und das ist, glaube ich, auch konsequent, natürlich nur, wenn Ihr Produkt einen Schaden verursacht. Das heißt, wenn das Teilprodukt für einen Schaden verantwortlich ist, haftet der Teilhersteller. Wenn das Endprodukt für einen Schaden verantwortlich ist, für das der Teilhersteller überhaupt nichts kann, haftet der Teilhersteller naheliegenderweise nicht. An einem simplen Beispiel, das es so auch einmal im wirklichen Leben gegeben hat: Wenn bei einem Autounfall der Innenspiegel nicht so bricht, dass das runde Scherben sind, wo geringe Verletzungsgefahr besteht, sondern scharfkantige Scherben und es verletzt sich einer der Fahrzeuginsassen, dann ist das einerseits eine Fehlerhaftigkeit des Endprodukts, Auto, und andererseits eine Fehlerhaftigkeit des Teilprodukts, Innenspiegel. Das heißt, wir haben Endhersteller, wir haben Teilhersteller. Wer ist der Grundstoffhersteller? Das ist derjenige, der kein Teilprodukt liefert, aber den Stoff, der dann im Produkt verwendet wird. Denken Sie also etwa an Rohstoffe, zum Beispiel der Baumwolllieferant oder der Lieferant von Erdöl für Kunststoffe. Und dann bleibt noch derjenige, den man auf den ersten Blick am wenigsten vermuten würde, nämlich der Anscheinshersteller oder Als-ob-Hersteller. Das ist jemand, der in Wirklichkeit gar nicht herstellt. Der hat mit der Herstellung überhaupt nichts zu tun. Aber er bringt auf anderen Produkten seine Marke an. Er bekennt sich damit zu diesen anderen Produkten. Das klingt vielleicht auf den ersten Blick noch erklärungsbedürftig, aber denken Sie an die Handelsmarken in den großen Supermärkten. Dort gibt es Marken, die in Wirklichkeit nur zukaufen, clever oder ja natürlich, produzieren vielleicht gar nicht selbst, sondern kaufen Waren zu, bringen ihre Marke darauf an und damit haben wir einen Anscheinshersteller. Und wenn wir so viele verschiedene Hersteller haben, dann ist schon vorhersehbar, dass auch viele verschiedene Hersteller haften können. Der Endhersteller, der Anscheinshersteller, der Teilhersteller, wäre etwa überhaupt kein Problem, hier eine Mehrheit von Haftpflichtigen zu haben, die dann solidarisch haftet. Natürlich wie immer bei der Solidarhaftung mit einem internen Regressanspruch. Und zwar bei dem Hersteller, wo im Ergebnis die Verantwortung gelegen hat. Das heißt, wir wissen, wer der Hersteller ist. Wir wissen, was ein Produkt ist. Aber wann wird denn jetzt gehaftet? Gehaftet wird, wenn das Produkt fehlerhaft ist. Der Paragraph 5 erklärt uns, was so ein Produktfehler eigentlich ist. Ein Produktfehler liegt dann vor, wenn das Produkt nicht die Sicherheitserwartungen erfüllt. Wenn es also gefährlich ist. Und damit meine ich nicht gefährlich im Sinn von Gefahrengut, nicht Sprengstoff ist gefährlich, sondern jedes Produkt ist gefährlich, das nicht so sicher ist, wie man es sich von diesem Produkt erwarten würde. Woher weiß man, was man sich von einem Produkt erwartet? Ja, da spielt ganz stark die Verkehrsanschauung eine Rolle. Was erwartet sich der Rechtsverkehr von einem Produkt? Was erwartet sich der durchschnittliche Produktbenutzer von einem Produkt? Dass man es so einsetzen kann, wie man so ein Produkt halt üblicherweise einsetzt. Aber schon auch darüber hinaus. Das klassische Beispiel, und jeder Brillenträger wird es nachvollziehen können, ist, dass wenn Sie die Brille aufhaben, die Brille natürlich nicht nur in dem Zustand sicher sein muss und nicht giftig sein darf, sondern dass es auch zulässig ist, dass Sie die Brille runternehmen und sie etwa in Denkerpose zum Mund führen. Und wenn Sie die Brille dann an der Lippe haben, ja, dann darf sie auch nicht vergiftet sein. Das heißt, das ist nicht der grundsätzliche Nutzen, die grundsätzliche Produktnutzung der Brille, weil die nicht für die Denkerpose da ist. Aber es ist etwas, was selbstverständlich auch passieren kann. Genauso wie, dass man auf einen Sessel raufsteigt, um sich etwas aus dem Regal oben herunterzuholen. Das heißt, maßgebend ist der Gebrauch, mit dem gewöhnlicherweise gerechnet werden darf. Maßgebend ist aber auch, was der Hersteller an Sicherheitserwartungen weckt. Was meine ich damit? Der Hersteller hat es insbesondere in der Hand, Sicherheitserwartungen abzusenken. Denken Sie an Medikamente mit dem Beipackzettel, nicht für Schwangere oder stillende Mütter. Das ist ein perfektes Medikament, aber für bestimmte Personengruppen oder zu bestimmten Zeitpunkten eben nicht geeignet. Das heißt, durch seine Instruktion gestaltet der Hersteller die Sicherheitserwartungen mit. Auch das fließt also in den Sicherheitsbegriff und in die Sicherheitserwartungen mit ein. Und wenn die Instruktion in die Sicherheitserwartungen mit einfließt, dann ist auch ganz klar, dass eine Fehlerkategorie, also eine Variante, dass das Produkt nicht so sicher ist, wie man sich es erwartet, die ist, dass die Instruktion mangelhaft ist. Dass der Hersteller etwa nicht in der Beschreibung oder auf der Packung einen Warnhinweis gegeben hat oder in der Bedienungsanleitung gesagt hat, wie man in einem bestimmten Fall vorzugehen hat. Es gibt aber nicht nur Fehler aufgrund der Instruktion, es gibt auch Fehler aufgrund der Konstruktion.
Das Produkt ist in einer Weise gestaltet, in einer Weise konstruiert. Das ist nie sicher. Mit der Konstruktion, wenn man diesen Plan baut, dann wird das Produkt nie die Sicherheitserwartungen erfüllen. Das heißt, beim Konstruktionsfehler ist es so, dass jedes Produkt aus dieser Serie fehlerhaft ist. Während beim Produktionsfehler, bei der Produktion dieses einen Produktes oder einzelner Produkte etwas schiefgegangen ist. Da passt schon das Konzept, die Konstruktion ist in Ordnung, aber die konkrete Ausführung im konkreten Fall, da ist was daneben gegangen. Das inkludiert auch sogenannte Ausreißerschäden. Die gibt es in der industriellen Massenproduktion durchaus. Es kann einmal sein, dass etwas schief geht, dass das durch die Kontrollen durchrutscht oder dass man das vielleicht bei Kontrollen gar nicht feststellen kann. Jedes hunderttausendste Produkt hat vielleicht einmal einen Mangel. Dann ist das als Produktionsfehler auch ein Fehler im Sinne des Produkthaftungsgesetzes. Klar ist, eine Basissicherheit muss jedes Produkt bieten. Das heißt, ich kann mich als Hersteller nicht in der Instruktion davon distanzieren, dass ich sage, ja, also ich stehe für gar keine Sicherheit ein, du benutzt das Produkt auf eigene Gefahr. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann Sicherheitserwartungen steuern. Ich habe als Beispiel schon den Beipackzettel, die Bedienungsanleitung, Warnhinweise genannt. Aber ich kann nicht die grundsätzliche Sicherheit meines Produktes ausschließen. Und was man bedenken muss bei dem Ganzen ist, dass die Rechtsprechung in Österreich relativ streng ist, wenn es um den Produktfehler geht, wenn es um die Sicherheit des Produktes geht. Vielleicht an einem Beispiel, das ganz plastisch ist und das einem auf den ersten Blick nicht einleuchtet, auf den zweiten aber schon. Der Oberste Gerichtshof hat einen Fall zu beurteilen gehabt, wo jemand einen Gartenhäcksler in Betrieb gehabt hat und der hat dann alles Mögliche in diesen Gartenhäcksler reingesteckt und auf der anderen Seite kommt es dann gehäckselt wieder raus. Und dort hat sich was verfangen bei der Auswurföffnung. Und jede und jeder von Ihnen, wenn Sie darüber nachdenken, wird sich denken, es ist keine gescheite Idee, in den laufenden Häcksler von hinten reinzugreifen, weil erkenntlich ist, da wird man sich wahrscheinlich wehtun. So ist es in dem Fall aber passiert und es hat sich der Produktbenutzer auch wehgetan. Der Oberste Gerichtshof hat trotzdem gesagt, dass das ein fehlerhaftes und gefährliches Produkt war. Warum? Nicht, weil die Sicherheitserwartung ist, dass man in einen laufenden Häcksler reingreifen kann, aber weil der OGH damals gesagt hat, ja, die Konstruktion hätte man ganz leicht sicherer machen können und dieses Wegräumen des Häckselguts aus der Auswurföffnung, das war ein bloßer Reflex. Mit sowas kann man rechnen, da greift halt ein unvorsichtiger Produktbenutzer hin und das hätte man verhindern können. Das heißt, das Produkt war nach Ansicht des Obersten Gerichtshofs fehlerhaft. Das heißt natürlich nicht, dass es nicht ein Mitverschulden beim Produktbenutzer gibt, 1304, das den Schadenersatzanspruch kürzt, aber an sich war es einmal ein Fall nach dem Produkthaftungsgesetz. Das heißt, Sie sehen, dass der Oberste Gerichtshof relativ streng in seiner Rechtsprechung ist. Es gibt auch den anderen Fall, wo jemand eine Partyleuchte, sowas wie eine Kerze mit Brennmittel, mit Benzin füllt. Das hält wahrscheinlich niemand von Ihnen für eine gute Idee und ich auch nicht. Vielleicht wäre Brennspiritus besser gewesen oder sowas in der Art. Aber die wurde mit Benzin angefüllt und hat dann einen Großbrand verursacht. Und auch da hat der Oberste Gerichtshof gesagt, naja, das ist zwar jetzt vielleicht nicht das Nächstliegende, dass man da Benzin reinfüllt, aber davor hätte man warnen müssen. Man hätte klar machen müssen, welche Mittel man da verwenden soll. Auch hier also ein Produktfehler mit der Möglichkeit des Mitverschuldens. Damit sehen Sie, dass das Produkthaftungsrecht praktisch eine ganz große Bedeutung hat und tatsächlich auch viele Fälle in Österreich nach dem Produkthaftungsrecht entschieden werden. Sie finden etwa Unmengen an Fällen, die sich beschäftigen mit explodierenden Mineralwasserflaschen oder gärenden Fruchtsaftflaschen, die im Sommer oder im Winter im Eiskasten liegen und dann explodieren, wenn man sie rausnimmt. Immer ist die Frage, rechne ich damit, dass das passieren kann? Ist das eine Art Gefahr, mit der ich rechne, wenn ich mit so einem Produkt arbeite? Und bei Flaschen wird die Antwort meistens nein sein, weil mit dem Explodieren man vielleicht nicht rechnet, dass die Flasche vielleicht zerbricht, wenn man wo ankommt schon, aber nicht, dass eine Flasche, die ich aus dem Eiskasten nehme, explodieren könnte. Das heißt, wir sehen auch, dass die Frage der Produktsicherheit immer eine Frage ist, die man im Einzelfall beurteilen muss. Es geht um das konkrete Produkt, es geht auch um die konkreten Umstände. Und wenn wir den Produktfehler haben, dann kommen wir zur Haftpflicht des Produzenten. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wofür der eigentlich haftet. Und da muss man bedenken, dass die Europäische Union die Produkthaftungsrichtlinie als Verbraucherschutzrichtlinie konzipiert hat. Und deswegen sieht sie vor, dass für Sachschäden nur dann zu haften ist, wenn, erste wichtige Einschränkung, die beschädigte Sache eine
andere Sache als das Produkt ist. Es geht also nur um Schäden an vom Produkt verschiedenen Sachen. Und die beschädigte Sache darf nicht überwiegend unternehmerisch gebraucht worden sein. Das heißt, kein Schutz des Unternehmers beim Sachschaden, schon Schutz des Verbrauchers beim Sachschaden, aber eben nur Schaden an einer vom Produkt verschiedenen Sache. Und auch hier schränkt das Gesetz noch einmal ein, denn es gibt einen Selbstbehalt von 500 Euro. Dieser Selbstbehalt wird nach dem Produkthaftungsrecht grundsätzlich nicht ersetzt. Aber, und ich habe es am Anfang schon angesprochen, wir haben natürlich auch andere Haftungsgrundlagen für den Hersteller. So ein Selbstbehalt lässt sich etwa nach herrschender Auffassung, wenn die Voraussetzungen vorliegen, über den Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter ersetzen. Sachschäden werden also ersetzt an verbraucherisch genutzten Sachen und Personenschäden werden ersetzt. Und natürlich kann man beim Personenschaden jetzt nicht sagen, da ist der Unternehmer weniger wert als der Verbraucher. Deswegen werden Personenschäden grundsätzlich ersetzt und deshalb gibt es bei Personenschäden auch keinen Selbstbehalt. Wenn wir uns das Ganze jetzt zusammen anschauen, dann sehen wir, dass das Produkthaftungsrecht nach dem PHG eine mächtige und auch wirkmächtige Gefährdungshaftung uns zur Hand gibt. Wir haben aber auch schon im PHG angelegt gesehen, nämlich beim Selbstbehalt, dass es durchaus noch Platz für eine Verschuldenshaftung gibt. Und diese Verschuldenshaftung, ich habe es ganz am Anfang schon angedeutet, diese Verschuldenshaftung ist eine Haftung entweder aus dem Vertrag mit Schutzwirkung zugunsten Dritter, den man herrschend annimmt zwischen dem Hersteller und dem Händler, also der erste Kaufvertrag, der über das Produkt abgeschlossen wird und der dann den späteren Endabnehmer schützen soll. Oder eine Haftung ex delicto, eine Haftung des Herstellers für Verschulden seiner Organe oder seiner Machthaber, 337 ABGB, denn eine Zurechnung der Gehilfen bringen wir ex delicto nach § 1315 natürlich nicht zusammen. In der Gesamtbetrachtung zeigt sich also, dass das Produkthaftungsrecht nicht nur juristisch anspruchsvoll ist, auch aufgrund dieser Richtliniendeterminierung. Wir müssen bei Zweifelsfragen uns immer fragen, nicht nur was sagt das Produkthaftungsgesetz, sondern was sagt die Produkthaftungsrichtlinie. Wir sind verpflichtet, die umzusetzen, sondern dass das Produkthaftungsrecht gerade in Österreich auch eine große Bedeutung in der Rechtsprechung hat.